Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Haustechnik Vosswinkel. Wir sind on the road. Wir sind in Losheim am See und ich zeige euch jetzt, wo wir genau sind. Ich muss einmal klingeln. Sofort geht die Tür auf. Ich darf hier nämlich schon rein. Losheim am See liegt im Saarland und im Saarland liegen auch unsere Daten, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Und hier sind wir quasi bei unseren Daten und sind wir in einem Rechenzentrum. Und dort steht auch schon, als hätte er es vorher gewusst, Timo. Hallo Martin. Timo, kennt ihr vielleicht schon aus einem unserer vorherigen Videos, ist Chef von Stormguards, unserem IT-Dienstleister. Timo, was tust du für uns? Wie groß ist dein Team? Wir sind aktuell ein 10-köpfiges Team, klassischer IT-Dienstleister aus Koblenz und betreuen kleine Mittelstandsunternehmen im Bereich der IT und bei der Digitalisierung. Sehr gut, sehr gut. Und du hast es möglich gemacht, dafür bin ich dir sehr dankbar und wir waren auch schon eine gewisse Zeit im Vorfeld dran, weil mich das immer sehr, sehr interessiert hat. Losheim am See im Saarland, warum bin ich hier? Genau, also wir haben hier in Losheim am See bei der Küstdata unser Rechenzentrumspartner. Wir selbst betreiben kein eigenes Rechenzentrum, das wäre wirtschaftlich utopisch, und haben einen starken Partner gesucht, der quasi die Infrastruktur von einem Rechenzentrum zur Verfügung stellt. Und wir haben hier in diesem Rechenzentrum, was wir gleich sehen werden, unsere komplette Infrastruktur und betreiben hier quasi die gesamten Netzwerke von unserer Kunden. Genau, das heißt, meine Daten liegen hier. Genau. Und das, wo wir hier stehen, ist ein Rechenzentrum. Und das darf ich sagen, für euch geht es erst im zweiten Video ins Rechenzentrum rein. Das ist so quasi der Anschmecker für nächste Woche, für das zweite Video in der Reihe. Jetzt geht es erstmal darum, warum liegen meine Daten hier? Und im zweiten Video geht es dann darum, wo liegen eigentlich die Daten? Wie sieht es da drin genau aus? Sehr gut. Timo, vielen Dank. Ich würde gerne dich jetzt noch fragen, was die Vorteile sind, was es bringt, einem Handwerksunternehmen bringt, seine Daten in einem Rechenzentrum zu lagern. Das machen wir aber in einer etwas anderen Tonspur, weil hier sehr viel Wind ist und ihr uns da vielleicht nicht so gut hören könnt und gleich besseren Ton auf die Ohren kriegt. Bis gleich. Was sind die Funktionen von einem virtuellen Desktop? Im Endeffekt liegen die gesamten Daten, die Infrastruktur, Server, alle Software-Applikationen liegen quasi bei uns im Rechenzentrum. Und der Anwender, egal wo er sitzt, ob er auf der Baustelle ist, im Büro ist oder sogar vielleicht sogar im Urlaub, greift quasi nur auf ein Bild zu. Im Endeffekt werden keine Daten übertragen, sondern lediglich das Bild. Das hat den Vorteil, ich kann auf jedem Endgerät dieser Welt quasi auf meine Daten zugreifen und virtuell arbeiten. Deswegen einen virtuellen Desktop. Was sind die Vorteile für mich als Handwerker? Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe 20 Mitarbeiter, 6 davon im Büro, 14 draußen. Jeder ist in irgendeiner Form digital mit der Firma verbunden. 6 Leute arbeiten stationär an Desktop-PCs, sind zwar Laptops, aber letztlich mit einem tatsächlich vollumfänglichen PC. 14 rennen mit iPads rum. Das musst du dir so vorstellen, da ist jeden Tag irgendwas, jeden Tag, was irgendwie nicht funktioniert. Und sind es nur Kleinigkeiten. Würde ich mich um alles selber kümmern, hätte ich einen, der den ganzen Tag mit so einer Problemlösung beschäftigt ist. Weil er es eben auch nicht so richtig gut kann. Beschäftige ich Profis, ist es eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse und das Problem wird gelöst. Datensicherung. Ein Riesenthema. Ich weiß es noch, wie es bei uns vorher war. Irgendwelche Streaming-Bänder, externe Laufwerke, wo man sich hoch und heilig verspricht, die nehme ich jeden Abend mit, die kommen in einen extra Koffer, die nehme ich mit aus dem Gebäude, falls das brennt, dass wir nur ja unsere Daten behalten. Ich kenne einen Kollegen, dem wurde aus Beschaffungskriminalität letztlich ins Firmengebäude eingebrochen und der Server geklaut. Da er natürlich auch keine funktionierende Datensicherung hatte, war dann plötzlich die Daten weg. Und stell dir das mal vor, ein Handwerksunternehmen seit über 30 Jahren oder seit mittlerweile 30 Jahren am Markt und die Daten wären weg. Wir wären tot. Das heißt, das Thema Datensicherung gehört in professionelle Hände. Da will ich nichts mit zu tun haben. Da will ich mich nicht selbst disziplinieren, um mich daran zu halten. Ich will einfach nur, dass das funktioniert und dass jemand da ist, der mir hilft, wenn es zum Super-GAU kommt. Was tun wir als IT-Dienstleister für die Betriebssicherheit von einem Handwerksbetrieb? Im Endeffekt muss der Handwerker sich um keine Hardware mehr kümmern, um keine Software mehr kümmern und um keine Leistung mehr kümmern. Im Endeffekt kümmern wir uns immer, dass die Hardware up-to-date ist.
Das heißt, wenn eine Festplatte defekt ist, tauschen wir die proaktiv. Wenn es neue Modelle oder neue CPUs gibt, tauschen wir die in regelmäßigen Abständen. Das heißt, der Handwerker hat immer die neueste Hardware. Wir warten diese, wir machen Updates und so sorgen wir für die Betriebssicherheit für ein Handwerksunternehmen. Was sind die Vorteile bei einem Rechenzentrumsbetrieb? Bei einem Wachstum, beim Unternehmenswachstum. Früher war es immer so, neue Mitarbeiter kamen, es musste neue Hardware bestellt werden, der IT-Dienstleister kam vor Ort und es sind mehrere Tage vergangen. Jetzt ist es so, wir können einen Mitarbeiter innerhalb von wenigen Minuten anlegen. Wir legen Mitarbeiterprofile an, richten diese vollständig ein und können anhand im Rechenzentrum unendlich skalieren. Das heißt, wenn wir einen Anruf bekommen, können wir innerhalb von wenigen Minuten weitere Mitarbeiter anlegen und merken dann, wenn der Peak erreicht ist, dass wir weitere Hardware benötigen. Gerade in der heutigen Zeit ist Flexibilität das A und O. Es verändern sich Dinge so schnell. Wir haben es jetzt gehabt. Über Nacht werden Förderbedingungen geändert. Da musst du sofort drauf reagieren können. Es kommen neue Mitarbeiter, es kommen neue Anforderungen. Das Unternehmen wandelt sich fast täglich. Und dadurch, dass alles letztlich irgendwo auf IT und auf Digitalisierung zurückgeht, hast du täglich Änderungen in der IT. Das heißt, das Thema mal eben einen neuen Benutzer, mal eben ein neues E-Mail-Postfach. Prozesse haben sich geändert, Dinge passieren und schwupp muss irgendwas an der IT geändert werden. Auch das, eine E-Mail und das Thema ist erledigt, weil letztlich bin ich Handwerker und nicht IT-Systemadministrator. Was ist der Vorteil von einem zentralen Ansprechpartner von allen IT-Themen dieser Welt? Der Vorteil ist, bei uns ist es so, wir kümmern uns wirklich um sämtliche Dienstleistungen und um Anfragen unserer Kunden. Das heißt, momentan ist es so, jeder Hersteller spielt den Ball auf eine andere Seite. Ob das Drucksysteme sind, Telefonanlagen, Infrastruktur, es gibt meistens sehr viele Dienstleister. Und für den Endkunden, gerade auch für Handwerksbetriebe, ist dieses Thema einfach sehr nervig und auch schwer einzuschätzen. Bei uns ist es wirklich so, jeder unserer Kunden hat einen festen Ansprechpartner. Wir führen Quartalsgespräche oder Jahresgespräche und kümmern uns um die ganzheitliche Strategie von dem Unternehmen und versuchen da auch die Fäden zu ziehen und interagieren auch mit den Softwareanbietern oder mit den Drittherstellern.